Wir sind heute am vierten Tag unserer Reise in den Libanon zum ersten Mal aus der Hauptstadt Beirut hinausgefahren. Nach Süden in die Stadt Saida, genauer gesagt in das palästinensische Flüchtlingslager Ain el-Hilwi. Das größte Lager für palästinensische Flüchtlinge, was es im Libanon gibt, seit 1947. Es ist vielleicht der speziellste Ort in diesem sehr speziellen Land. Es ist von der Armee abgeriegelt. Es ist eng, es ist schmutzig. Es wird bestimmt von Gewalt und ja, heftigen Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Fraktionen. Und jetzt kommt nach der Explosion ein vielleicht noch viel größeres Problem auf den Libanon und ganz speziell hier auf das Ain el-Hilwi zu. Die Corona-Fälle haben in den letzten Wochen erheblich zugenommen. Es gibt über 300 Fälle pro Tag, was sehr viel ist für den Libanon. Und es gibt nun auch die ersten Fälle hier zwischen palästinensischen Flüchtlingen hier im Ain el-Hilwi, aber auch die ersten Toten. Es gibt keine Gesundheitsversorgung, es gibt keine ausreichenden Testungen. Die Menschen sind hier auf sich alleine gestellt. Und es ist nun sogar so weit gekommen, dass hier in diesem sehr eng besiedelten und sehr kleinen Camp einzelne Bereiche abgeriegelt wurden und die Leute erstmal dort in Quarantäne sind oder in Quarantäne gezwungen wurden. Es gibt eine große Panik. Es gab hier bereits den ersten Lockdown, März, April und Mai, was zu einer erheblichen Verschlechterung der ökonomischen Lage der Leute hier geführt hat. Ein zweiter Lockdown kann hier keiner verkraften. Und keiner weiß genau, was jetzt hier in den nächsten Wochen auf die Menschen zukommt. Libanesische Krankenhäuser haben gesagt, sie können nicht mehr die Corona-Patienten ausreichend betreuen, die zu ihnen kommen. Und die Situation droht in dem Land komplett außer Kontrolle zu geraten. Und hier im Ain el-Hilwi ist sie gleich schon außer Kontrolle geraten.